Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es um meine latest Pickups. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. In diesem Video geht es, wie im Intro schon gesagt, um meine latest Pickups. Ich habe mir wieder ein paar Sachen besorgt. Wir gehen die Sachen einfach mal durch. Ich sage euch meine Meinung dazu und was ich gut, was ich schlecht finde, was ich behalte, was ich zurückschicke. Und dementsprechend will ich gar nicht lange drum herum reden. Und wir fangen an mit Piece Nummer 1. Fangen wir an mit Piece Nummer 1. Und Piece Nummer 1 ist ein Vintage-Hoodie. Und zwar ein Vintage-Champion-Hoodie, den ich eigentlich schon vor Weihnachten mir besorgt habe. Der hängt auch schon eine ganze Weile in meinem Office. Was ich damit mache, werdet ihr in den kommenden Videos auf jeden Fall noch mitbekommen. Aber den habe ich mir erstmal besorgt. Es fällt so aus, so Richtung L, XL. Ein bisschen oversized geschnitten. Die Kapuze ist ein bisschen oldschool. Die ist, ich sag mal, relativ klein gehalten. Steht auch nicht wirklich, aber hat einen sehr coolen Vintage-Flair, einfach einen sehr coolen Flair, der Hoodie. Und ja, ihr seht hier zum Beispiel ein paar Stellen, die so ein bisschen markiert sind, an den Ärmeln etc. Das ist einfach vom Vintage-Flair dementsprechend so ein bisschen Markierung, damit man genau sieht, was man kauft. Ich glaube, ich habe den bei Thrifted gekauft. Ist auch, wie gesagt, nice. Der war auch wirklich nicht teuer. Hat so, ich glaube, lass mich jetzt lügen, 15, 20 Euro gekostet, wie gesagt. Und ich habe ihn schon ein paar Tage liegen, aber ich habe die Tage noch was damit vor. Dazu aber mehr in den nächsten Videos. Seid auf jeden Fall gespannt darauf. So Leute, dann habe ich mir ein T-Shirt bestellt. Und zwar sieht es auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Aber mir persönlich gefällt es nicht. Und zwar ist das ein T-Shirt, was ich... Ich habe einfach nach Vintage Marlboro T-Shirt gesucht, weil ich ja eigentlich so ein cooles Vintage T-Shirt haben wollte. Und ich dachte, komm, wir gucken mal nach Marlboro Sachen. Ich weiß nicht genau warum, war einfach so mehr oder weniger so ein, ja nicht ein Geistesblitz, aber keine Ahnung, irgendwie hatte ich den Vibe dafür und habe dann dementsprechend nachgeschaut. Und dann wurde mir dieses T-Shirt ja vorgeschlagen auf Etsy. Und ich dachte, wow, nice, das war auch wirklich nicht teuer. Ich glaube, es hat um die 30 Euro gekostet. Das habe ich jetzt schon ein paar Tage in meinem Office hängen und ich wusste nicht genau, was ich damit anfangen soll. Aber ich dachte, ich nehme es mal hier mit rein und erkläre euch genau, was damit abgeht. Und ich bin davon schwer enttäuscht, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Denn das ist einfach ein Standard-T-Shirt. Ich kann euch nicht mal genau sagen, welche Marke. Ich glaube, das Label wurde rausgemacht. Ja, wurde rausgeschnitten. Und dementsprechend ist hier einfach ein Marlboro so eine Bügelfolie drauf gemacht worden. Also das Logo wurde einfach ganz normal am Drucker ausgedruckt, Bügelfolie, und es ist kein Vintage-T-Shirt und kein super coolen Flair etc. Hat auf jeden Fall noch so einen ganz legitimen XL-Schnitt, aber auch nichts Weltbewegendes. Und ich muss sagen, ich bin hiervon auf jeden Fall mega enttäuscht. Ich hätte das T-Shirt auf jeden Fall nicht gekauft, hätte ich das im Vorhinein gewusst, dass es kein Vintage-T-Shirt ist, sondern einfach nur ein selbstgemachtes Bügel-T-Shirt. Ich bin von diesen Bügelprints überhaupt gar kein Fan. Ich finde das wirklich der letzte Scheiß, muss ich ganz ehrlich zugestehen, weil ja, beim Waschen fängt das irgendwann an zu bröckeln und Risse sich zu bilden und sowas alles. Und vor allen Dingen auch die Platzierung, wie das Ganze platziert wurde etc. War auf jeden Fall, muss ich leider sagen, ein Amateur dran. Die Idee ist cool, aber prinzipiell scheiß umgesetzt. Und dann nochmal, dass es nicht das ist, wofür ich es gehalten habe, ist nochmal die bittere Pille nebenbei. Wie gesagt, ich habe es für kleineres... Wie gesagt, ich habe es für kleineres Geld gekauft, aber ja, das ist auf jeden Fall mal ein Fehlkauf gewesen. So Leute, bleiben wir beim Thema Fehlkauf, und ein weiterer Fehlkauf, den habe ich hier. Ich habe schon mal in einem meiner letzteren Videos über Flared-Hosen gesprochen und ich hatte mir bei, ich bin jetzt nicht genau sicher bei welchem Shop, aber ich hatte mir eine Flared-Hose bestellt. Also im Prinzip eine Hose mit einem ganz leichten Schlag dran, einem simplen schwarzen Stoff, keine Jeans, keine extravagante Geschichte, nichts Weltbewegendes. Aber im Prinzip dachte ich mir, komm, testest du das mal aus, auch für ein Video etc. Und ich habe das Ganze mir in die Beschreibung angeschaut, sah auch alles cool aus, auch größentechnisch dachte ich, komm, nimmst du L, bist du auf jeden Fall auf Nummer sicher. Ich habe keine Ahnung, wie du darauf kommst, dass es hier eine Größe L ist, denn das ist wahrscheinlich eine Größe S in Europa. Das Ganze kam natürlich aus Asien und ich bin schwer enttäuscht. Ich passe hier nicht ansatzweise in diese Hose rein. Ich weiß auch noch gar nicht genau, was ich mit dieser Hose machen soll. Lasst mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen, ob ihr vielleicht eine Idee habt etc. Aber es ist ein bisschen traurig, weil so gesehen macht die Hose gar keinen so schlechten Eindruck, bis auf dass die Passform einfach ja, fernab von L ist. Also wirklich, ich wollte das Ganze nicht so eng haben und nicht so eng sitzend sehen. Dementsprechend dachte ich, komm, asiatische Seiten, asiatische Größen fallen sowieso immer ein bisschen kleiner aus. Nimmst du einfach eine Größe größer, weil normalerweise bin ich der Größe M-Typ. Mit L bist du auf jeden Fall safe. Und wie
wie ich euch erklärt habe, in dem Fall war das auf jeden Fall ein Reinfall. So ansonsten macht die Hose eigentlich einen soliden Eindruck. Ich hätte sie gerne gezeigt, wie sie fittet und beziehungsweise einfach mit euch darüber ein cooles Video gemacht. Das ganze Thema Flared, Hosen, Flared, Jeans etc. mal aufgemacht. Aber in dem Fall muss ich damit leider noch warten, weil mit der Hose kann ich leider nicht so viel anfangen. Mal sehen, was damit abgeht, aber ja, in dem Fall auch leider ein Fehlkauf. So Leute, bleiben wir auf jeden Fall nicht bei negativen Sachen, denn ich habe auch was Cooles. Und zwar habe ich vom Travis Scott PlayStation Drop auf Travis Scott Merch mir vor Monaten, ich glaube, das war bestimmt schon 2,5, 3 Monate her, also im Prinzip in etwa als die PlayStation 5 rauskam, mir so ein T-Shirt bestellt, in dem Fall in Braun. Und das T-Shirt ist mittlerweile auch gekommen. Ist ein sehr cooles T-Shirt, muss ich sagen. Vorne steht halt in so einem cremefarben PlayStation drauf und hinten hat man ja, Cactus Jack nochmal komplett über den Rücken, unten nochmal ein kleines PlayStation-Logo drin, hier steht nochmal Cactus Jack etc. Sehr nice drauf. Und das Besondere an dem Ding ist, ja, es ist so, wie soll man das erklären? Es ist, versuche ich das mal zu zeigen im Video, ich weiß nicht genau, ob man es sieht. Es ist so ein bisschen 3D-artiger Druck drauf, sowohl vorne als auch hinten, also wirklich hochwertig gemacht. Das T-Shirt ist, glaube ich, ein Standard-T-Shirt, lass mich jetzt lügen, könnte auch wieder nichts Besonderes sein. Hat auch jetzt keinen mega krassen Fit, ich weiß gar nicht genau, ob hier was drin steht. Wahrscheinlich, um Shitstorm zu vermeiden, wurde auch das Care-Label irgendwie wahrscheinlich rausgemacht oder sonstiges und nur was reingedrückt. Reingedruckt, damit man da weiß, woraus das T-Shirt besteht. Naja, meistens sind so diese ganzen Merch-T-Shirts sogar auf Gildan-T-Shirts. Ich kann es jetzt nicht mal sagen, ich will da jetzt auch nichts behaupten. Aber ansonsten der Druck etc. ist nice gemacht. Der Fit ist ganz cool. Ich mag braunes T-Shirt, extrem nice. Ist auch eine coole Farbe aktuell, trägt man sehr gerne. Ihr seht das, ich trage das Ganze sehr gerne. Und das T-Shirt ist auf jeden Fall gekommen. Ich werde die Tage nochmal ein bisschen was damit machen, outfit-technisch. Werde das Ganze jetzt in dem Video auf jeden Fall nicht zeigen, wie das Ganze fittet, aber es ist ein sehr, sehr nices T-Shirt und das habe ich mir auf jeden Fall gekauft und es ist auf jeden Fall kein Fehlkauf. So Leute, bleiben wir bei den R-Tönen. Bei den R-Tönen ist es dann der Mantel hier geworden, den ich mir bei Zara bestellt habe. Wie ihr seht, Hangtag ist noch dran, das Ganze hat 80 Euro gekostet. Ich habe den bestellt, hat so ein leicht Oversizing-Fit und ich bin nicht reingefallen, aber also man kann jetzt nichts Negatives darüber sagen, aber ich glaube, ich werde den Mantel zurückschicken, weil er nicht ganz so dem entspricht oder einfach nicht, mich nicht abholt. Also er ist wirklich schön gemacht, fühlt sich auch gut an etc. Ist jetzt nichts irgendwie, wo ich jetzt sage, hey nein, auf gar keinen Fall, das ist voll die billige Qualität oder sonstiges. Ganz im Gegenteil, fühlt sich gut an, aber irgendwie fühle ich mich in dem Mantel nicht wohl. Ich habe den jetzt mehrfach anprobiert und ich kann den einmal ganz kurz anziehen. So, und ja, das ist das Ganze, wie das Ganze jetzt bei mir fittet. Mal davon abgesehen, dass die Ärmel schon ein bisschen länger sind, das Ganze sehr oversized fittet, bin ich damit einfach nicht mega happy. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber im Endeffekt irgendwie, ja, bin ich damit auf jeden Fall nicht zufrieden. Ist jetzt kein Fehlkauf, ist einfach etwas für mich, wo ich mich nicht selber drin sehe. Trotzdem ist der Mantel nice. Derjenige, der vielleicht sowas sucht, ist das vielleicht eine Inspiration. Ich habe eine Größe LXL. Ich bin, wie schon in meinen üblichen Videos gesagt, 1,80 Meter groß. Trage normalerweise alles Größe M, Medium, 48, maximal 50. Und dementsprechend, ja, falls ihr so einen Mantel sucht, den kriegt ihr gerade bei Zara. Aber für mich wird es auf jeden Fall nichts werden. So Leute, und dann haben wir noch etwas, was ich ja prinzipiell, und ich werde jetzt hier Werbung einblenden, zugeschickt bekommen habe. Und zwar habe ich mir das Ganze selber nicht gekauft, sondern ich habe es zugesendet bekommen, und zwar von Sandro Paris. Ihr wisst, Sandro Paris, auf jeden Fall eine sehr, sehr hochwertige, sehr moderne, aber auch sehr schlichte Marke. Und ich habe von den 4 Sachen zugeschickt bekommen. Eins davon ist auf jeden Fall die Hose, die ich extrem feiere. Sie hat einen sehr, sehr nice Fit, fühlt sich extrem hochwertig an, sehr angenehm zu tragen, hat so einen schönen Cremeton und ich bin super happy mit der Hose, also generell mit allen Pieces. Ich muss das hier nicht sagen, ist jetzt keine bezahlte Werbung oder sonstiges, sondern ich habe die Sachen nur zur Verfügung gestellt bekommen und dementsprechend sehr, sehr nice. Die Hose, wie gesagt, ist Teil 1 davon. Teil 2 ist der blaue Hoodie hier. Auch der gefällt mir sehr, sehr gut. Den habe ich in der Größe L genommen. Sitzt ganz leicht oversized, ein bisschen größer als M, aber dafür sehr cropped. Ich blende euch hier mal ein, da in meiner Insta-Story mal so ein bisschen Fit-Sachen, wo die Sachen zusammen, wo ich alles zusammen anziehe, quasi ja, zusammengeschnibbelt, nichts Weltbewegendes. Aber es ist ein sehr, sehr cooler Hoodie und ich glaube gerade Richtung Frühling und ich glaube,
Und ich glaube, gerade Richtung Frühling ist auf jeden Fall dieses Hellblau sehr nice. Hat so hier, ich sag mal, auf der Brust eingestickt, relativ klein, Sandro Paris. Und ja, die Klamotten von denen sind auf jeden Fall sehr hochwertig, qualitativ hochwertig. Und ich bin auf jeden Fall mega happy damit. Ich freue mich auf jeden Fall, den mal zu ein paar Outfits zu kombinieren. Hoodie ist sowieso gerade so bei mir, gerade zu dieser Corona-Zeit, mehr und mehr zum Daily Essential geworden. Ist natürlich auch einerseits gut, aber andererseits wiederum schlecht. Ich trage auch gerne mal schickere Sachen, ich trage auch gerne mal einen Anzug. Und das Ganze ist aktuell so ein bisschen, ja, nicht nach hinten gerutscht, aber aktuell ist es halt einfach ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ihr wisst das, ich bin nicht auf einen Stil festgefahren. Trotzdem, Hoodie, sehr, sehr nice. Und den gibt es gerade brandneu bei Sandro Paris. So Leute, dann das dritte Piece, was ich bekommen habe, ist ein, ja, so eine Art Frühlingsmantel. Ja, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ist im Prinzip ein Mantel, der nicht ganz so dick ist, nicht gefüttert, extrem gut zum, ja, ich sag mal, für diese Übergangszeit Richtung Frühling. Natürlich ist das kein Piece, was man im Sommer oder in warmen Frühlingstagen tragen kann, aber ich sag mal, für diese Übergangszeit ist er sehr nice, ist nicht ganz so dick, hat so einen ganz leichten Oversizing-Fit und so stelle ich mir einen Fit wirklich vor. Ich weiß nicht genau, bei dem komme ich mir irgendwie so vor, als hätte ich so einen riesigen Ausschnitt hier auch, ich weiß nicht genau. Und der sitzt halt dementsprechend für mich wirklich sehr angenehm hier, hat auch, wie ihr schon seht, eine relativ, ja, bulkige Passform, bulkiger Schnitt, aber trotzdem sehr nice, sehr hochwertig und ich denke, da kann man auf jeden Fall das ein oder andere streetige, aber auch das ein oder andere casual Outfit mitmachen und dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich den hier zur Verfügung bekommen habe, weil ich habe nur einen richtigen Oldschool schwarzen Mantel zu Hause, den ich mir mal vor Jahren bei P&C gekauft habe von irgendeiner sehr günstigen Marke, den ich trotzdem sehr feiere und sehr gerne trage, aber in dem Fall ist es einfach mal eine gute Erweiterung für meinen Kleiderschrank, einen schönen schwarzen Mantel, kann man immer gut gebrauchen. Dementsprechend bin ich darüber sehr, sehr froh, dass ich den hier jetzt zur Verfügung habe. So Leute, und dann kommen wir schon zum letzten Piece und das letzte Piece wird auf jeden Fall nicht für jedermann was sein, aber ich finde, irgendwie hat das einen sehr coolen Flair, gerade diese Vintage-Vibes etc., ich weiß nicht genau, was es da ist. Es gibt das Ganze auch als Pullover, aber in dem Fall ist es hier eine Strickjacke, man kennt das, diese, ich sag mal, ja, Oldschool-Strickjacken, Zopfmusterjacken, mit diesem Kragen, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, hat bestimmt eine bestimmte Zielrichtung, bestimmten Namen, aber ich fand sie sehr nice, die Jacke, ich habe die Jacke, beziehungsweise die Strickjacke gesehen und dachte mir direkt so, wow, die ist sehr cool, da würde ich mich sehr darüber freuen und auch hier freue ich mich extrem, das Ganze im Frühling mal so ein bisschen kombinieren zu können, ist jetzt gerade, wie gesagt, ein bisschen, ja, keine Ahnung, ich muss mir erstmal darüber Gedanken machen, wie man das Ganze kombiniert, aber ich finde, das ist ein Piece, was ja einen gewissen zeitlosen Effekt hat, natürlich nicht immer im Trend ist, nicht immer, ich sage mal, up to date ist, aber ich finde, das ist sehr, sehr nice, auch diese Pullover, die es davon gibt, mit diesem ähnlichen Muster etc., feiere ich extrem und ich finde, das sieht immer sehr nice aus bei manchen Leuten, aber ich dachte in dem Fall, komm, nehmen wir das Ganze mal mit. Und dementsprechend bin ich hier auf jeden Fall mega happy. Mal gucken, wie ich das Ganze noch style. Da werde ich die Tage mal auf jeden Fall mir darüber Gedanken machen. So Leute, und das war's jetzt mit meinen latest Pickups. Wie gesagt, nichts Weltbewegendes dabei, aber alles sehr coole Dinge für mich. Wie gesagt, ich habe euch auch zu meinen Fails mal so ein bisschen, ich finde sowas auch immer ganz wichtig, wenn es nicht immer alles, was man sich bestellt oder kauft etc. ist immer super nice oder passt perfekt oder man ist mega happy damit. Da sind auf jeden Fall zwei, drei Teile, wo ich mir denke, ah, das hätte man ein bisschen anders machen können. Keine Ahnung, ist halt nicht immer alles ja, Friede vor der Eierkuchen oder Sonnenschein. Dementsprechend denke ich, ist das so auf jeden Fall nicht verkehrt, euch mal mitzunehmen. Die anderen Pieces bin ich alle sehr, sehr happy drüber. Und ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Falls ihr mich supporten wollt, würde ich mich gerne über ein Abo freuen. An der Stelle vielleicht noch einen Kommentar. Das würde dem Algorithmus auf jeden Fall gut tun, sodass ihr auf jeden Fall keine Videos mehr von mir mehr verpasst. Und dann denke ich, war es das an der Stelle. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace.